Auf der ersten Folie können wir sehen, was wir und die Generationen vor uns von der Sonne hätten bekommen können. Orientierung in Raum und Zeit, sie gibt uns das Licht zu sehen. Sie war der Ursprung fast aller Weltreligionen und auch der Kultur. Der Umgang, der richtige Umgang mit der Sonne, das wären die Stichworte Lichthygiene und Lichtdiät, also die richtige Dosierung. Und wenn man Sonnenlicht richtig dosiert, dann resultiert daraus nicht nur eine schöne Haut, sondern auch eine optimale Gesundheit. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was die Menschen heute von der Sonne bekommen. Diese ganzen Aspekte, die ich gerade genannt habe, die lösen sich mehr oder weniger auf, denn man versucht uns, die Sonne auszutreiben. Und zwar sowohl in ihrer natürlichen als auch in ihrer künstlichen Form. Das war allerdings nicht immer so. Und wir müssen nicht bis in ägyptische Zeiten zurückblicken, denn beispielsweise noch vor 100 Jahren, wenn man da gelebt hat, dann bedeutete das oftmals, dass man erkrankt war an sogenannten Dunkelkrankheiten, wie beispielsweise der Rachitis oder der Tuberkulose. Was waren Dunkelkrankheiten? Auf dem nächsten Bild kann man das ganz gut sehen. Durch die Industrialisierung, die in England, von England aus ihren Ausgang nahm, kannte man zum Beispiel diese englische Krankheit oder Rachitis. Das heißt, die Kinder, die in solchen Städten groß wurden, die haben das Sonnenlicht so gut wie nie auf ihre Haut bekommen und infolgedessen Rachitis, Weichknochigkeit entwickelt, Kalziumstoffwechselstörungen, Knochenbildungsstörungen. Und auch die Art und Weise, wie man die Menschen in ihren Lebensräumen zusammengepfercht hat, in solchen Mietkasernenblöcken, diese Art und Weise hat natürlich die Entstehung dieser Dunkelkrankheiten weiter gefördert. Hier sehen wir mal auf der linken Seite eine ganze Familie, das heißt die Nachkommenschaft, die Kinder dieser Familie, die alle die deutlichen Anzeichen der Rachitis, dieser Weichknochigkeit zeigten. Viele Kinder lagen in ihren Zimmern rum mit tetanischen Krämpfen, das heißt waren noch nicht mal in der Lage, dann eigenständig das Haus zu verlassen. Es war eine Volksplage und man hat lange Zeit nicht gewusst, woher die Rachitis eigentlich stammt. Und was man in der Zeit eben auch beobachtet hat, dass die Tuberkulose, wir sehen auf der rechten Seite oben diese Mykobakterien, die die Tuberkulose erzeugen, und auch ein Plakat, mit dem man damals in den verschiedensten zivilisierten Ländern versucht hat, die Menschen so zu trainieren, dass die Ausbreitung der Tuberkulose gestoppt wird. Aber da man die Ursache zunächst nicht kannte, war das eigentlich alles nicht so wirklich effektiv. Hier kommen wir zu dem ersten Nobelpreisträger, der für seine medizinischen Leistungen in der Lichttherapie den Nobelpreis erhalten hat, und zwar 1903, der Däne Niels Ryberg Finsen, der sich von Anfang an um die Wirkungen des Lichtes gekümmert hat und der in seinem kurzen Leben sehr, sehr viele Menschen vor Schlimmerem bewahren konnte. Sein Spezialgebiet war die Behandlung des Lupus vulgaris. Das war eine extrapulmonare Manifestation der Tuberkulose, das heißt Tuberkulose, die in der Haut aufgetreten ist. Und weil er festgestellt hatte, dass Licht die Haut durchdringen kann, dass Licht außerdem Bakterien töten kann und das Licht in der Lage ist, vor allem das kurzwellige Licht, das UV-Licht, eine Entzündung in der Haut hervorzurufen, hat er ein Verfahren entwickelt, diese Hauttuberkulose sehr, sehr erfolgreich zu behandeln. Die ganzen anderen Methoden, die man damals zur Verfügung hatte, wie zum Beispiel Radiotherapie oder chirurgische Interventionen, haben nicht diese Ergebnisse gebracht. Die nächsten beiden Abbildungen bringen mal Fälle von dieser Hautmanifestation der Tuberkulose. Wer etwas zarter beseitet ist, der kann ja wegschauen.
Lupus vulgaris, Lupus, das kommt vom Lateinischen, der Wolf. Und es sah eben aus wie ein Wolfsbiss im Gesicht, der einen Teil des Gesichts weggerissen hat. Und diese fressende Flechte war kaum einzudämmen. Und wenn man sich anschaut, der Patient vor der Behandlung und nach der Behandlung, dann haben wir es hier mit einem hervorragenden kosmetischen Ergebnis zu tun. Hier eine Lupus vulgaris Patientin. Und die nächsten Bilder sind dem gewidmet, der Technik, der Bestrahlung, die Finsen angewandt hat, um diese schwerwiegende und auch sehr sozial ausgrenzende Krankheit zu behandeln. Hier sieht man seine Lichtkrankenschwestern, die er Lichtelfen genannt hat, wie sie in Dänemark draußen im Freien durch Quarzlinsen und spezielle Kompressorien das Sonnenlicht auf die Haut gebündelt haben. Die nächste Abbildung zeigt mal solche Kompressorien, die wurden eben auf die Haut draufgedrückt, damit die Blutschichten geleert werden, damit das Licht besonders tief eindringen kann. Die Optik war praktisch aus Bergkristall, damit das Ganze UV-durchlässig wird. Und man sieht hier auch noch solche Anschlussstücke, solche Stutzen für die Wasserkühlung. Denn er wollte ja keine thermische Hautverbrennung hervorrufen, sondern die UV-Strahlung besonders hoch konzentrieren und damit in der Haut eine Lichtentzündung hervorrufen. Und so hat man eben stückchenweise von diesen betroffenen Stellen ausgehend mehr und mehr des Gesichtes damit behandelt. Das war zeitlich relativ aufwendig, aber Sie haben die Bilder ja gesehen, wie effektiv das Ganze war. Das war nur dadurch beeinträchtigt, dass man eben in Dänemark übers Jahr maximal 30 Tage hatte, um diese Behandlung effektiv durchführen zu können. Und es gab natürlich viel, viel mehr Patienten als Behandlungsplätze und Tage, die für die Behandlung geeignet gewesen wären. Und dadurch kommen wir praktisch zu der ersten elektrifizierten künstlichen Besonnung. Hier sieht man ein Gerät, ein elektrisches Gerät. Finsen hat in Kopenhagen zuerst in der Nähe des Elektrizitätswerks einen Ingenieur behandelt, der ihm dabei geholfen hat, eine solche Bogenlampe zu konstruieren und auch zu installieren. Und aus dieser einen Bogenlampe sind 4 Tuben herausgekommen, sodass man mit einem Gerät 4 Patienten behandeln konnte. Oben in diesem Kranz, da war das Wasser drin, was dann zur Kühlung durch die Kompressorien durchgestrahlt ist. Das war also die Behandlung der Tuberkulose, und Finsen durch den Nobelpreis hat im Prinzip die Medizin des Westens befruchtet mit der Idee der Lichttherapie. Und unter Lichttherapie hat man damals in erster Linie eben die UV-Therapie verstanden. Und die Kinder, die zum Beispiel nicht an Tuberkulose erkrankt waren, aber an Rachitis, die hat man in die Berge gebracht. Das war eine Entwicklung, die letztlich auf Arnold Rickli Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Die Kinder, die in den Städten krank und schwach waren, die sind aufgeblüht, wenn man sie ins Sonnenlicht gebracht hat. Und hier sieht man eben den Meister der Sonnenlichttherapie, der diese ganzen Anwendungen eigentlich durch Finsen Impuls erst so richtig durchführen konnte. Das ist jetzt einer von Rolliers kleinen Tuberkulosepatienten. Nach 6 Monaten schon sieht man, wie dieser totgeweihte kleine junge Mann zu einem properen jungen Mann sich entwickelt hat. Hier sieht man ihn 2,5 Jahre später auf Skiern im Schweizer Hochgebirge. Waren natürlich viel bessere Bedingungen als in Dänemark. Das heißt, man hatte ganzjährig auch relativ hohe UV-Dosierungen, um solche Behandlungen durchführen zu können. Und zum Thema Hautkrebs, Rollier hat 50 Jahre seines Lebens im Schweizer Hochgebirge die Sonnentherapie, die Heliotherapie durchgeführt, allerdings mit größter Umsicht und Vorsicht,
und er hat kein einziges Mal bei seinen Patienten einen Hautkrebs festgestellt. Vielleicht lag es daran, dass er eben auch eine Technik hatte, die Menschen schrittweise und wohldosiert an das Sonnenlicht zu gewöhnen. Und auch das spricht aus den heutigen Studien, dass eine korrekte Sonnengewöhnung oder Strahlungsgewöhnung wahrscheinlich die beste Prophylaxe für irgendwelche nicht gutartigen Hautveränderungen darstellt. Er hat jedenfalls, das ist derselbe Junge, dann 15 und 23 Jahre später, das heißt, es waren keine kurzfristigen Heilungsergebnisse, die er erreicht hat, sondern durchaus nachhaltige Heilungen. Wenden wir uns jetzt mal dem Thema Rachitis zu, dann sieht man hier oben nochmal diese Kinder aus der einen Familie, hier unten sieht man dann aktuelle Fotos, die Tuberkulose, die Rachitis ist genauso wie die Tuberkulose auch noch weit verbreitet, nicht unbedingt in unseren westlichen zivilisierten Nationen, denn bei uns, Sie wissen vielleicht, was unternommen wird, dass unsere Babys keine Rachitis bekommen. Die müssen einfach Tablettchen mit Vitamin D nehmen, die ersten 3 Lebensjahre ist es also vom Arzt normalerweise verordnet, weil wir im Prinzip wissen, die Kinder kommen zu selten an die Sonne. Das wusste man damals noch nicht so genau, der Zusammenhang zwischen dem Sonnenlicht und der Rachitis, der war zwar empirisch erkannt, aber man wusste noch nicht, bis Hulczynski, ein Berliner Kinderarzt, seine Erkenntnisse publiziert hat, womit die Rachitis-Heilung tatsächlich zusammenhängt. Was hat Hulczynski gemacht? Er hat eine solche Quarzlampe, wie man sie auf der linken Seite im Bild sieht, verwendet und hat unter Röntgenkontrolle die eine Seite, den einen Arm eines Kindes bestrahlt. Und hat nach mehreren Wochen festgestellt, dass die rachitischen Knochenveränderungen auch am anderen Arm zurückgegangen sind. Also ist er auf die Idee gekommen, es muss irgendein Stoff sein, der vom Blut wahrscheinlich transportiert wird in den ganzen Körper. Und das war die zündende Idee und so kam man dann eben dem Vitamin D auf die Spur. Wenn wir die Verteilung, die Energieverteilung im Sonnenlicht uns betrachten, dann ist dieser kleine Zipfel auf der Seite für die Vitamin-D-Bildung verantwortlich. Man hat es dann auch in den damaligen Jahren noch genauer eingeschränkt. Im Prinzip um 300 Nanometer herum, da ist die Vitamin-D-Bildung am allerstärksten. Und Adolf Windaus, ein Chemiker, der 1928 den Nobelpreis bekommen hat, hat diese Vitamin-D-Synthese, hat das Vitamin-D als Molekül, als Abkömmling vom Cholesterin entschlüsselt, dafür auch den Nobelpreis bekommen. Und was die Folge war, man hat zum Beispiel aufgrund der Entschlüsselung dieses Mechanismus industrielle Anlagen herstellen können, um beispielsweise die Hefe mit UV-Licht zu bestrahlen und damit mit Vitamin-D anzureichern. Hier sieht man aus der Milchzentrale in Frankfurt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Milchbestrahlungsanlage. Auch hier hat man über UV-Licht die Nahrungsmittel, in dem Fall die Milch, angereichert mit Vitamin D. Man hat durchaus auch Gruppenbehandlungen gemacht und während heute über die UV-Schutzverordnung zum Beispiel reguliert ist, dass Kinder auf keinen Fall ein Solarium nützen dürfen, war es eben so, dass man gerade in diesen Jahren die Kinder mit dieser UV-Strahlung bestrahlt hat, um eben die Rachitis zu vermeiden. Man hat beispielsweise auch im Bergbau festgestellt, dass die unter Tage Arbeitenden weniger leistungsfähig sind, dass die krankheitsanfälliger sind. Also hat man auf dem Gang zur Waschkaue solche Bestrahlungsgänge installiert. Da sind in den Wänden Quarzlampen eingebaut und die Bergarbeiter mussten dann also sich an diesem Geländer entlang hangeln sozusagen und wurden dadurch Front und Rücken, also Vorderseite und Rücken, mit dem UV-Licht bestrahlt. Auch das hat zur Vitamin-D-Bildung, zur Leistungssteigerung, zur Gesundheit beigetragen.
Kollektivbestrahlungen, also das Ganze effizient zu betreiben. Hier sieht man eine Zentralhöhensonne, mit der man Dutzend Menschen auf einmal innerhalb von 3 Minuten dann so bestrahlen konnte, dass sie genügend Vitamin D erhalten. Und dieser Vitamin D-Hype, der ist praktisch den üblichen Gang der Dinge gegangen in der Nachkriegszeit. Man hatte Antibiotika, sodass man geglaubt hat, man könnte auf die Lichtbehandlung der Tuberkulose verzichten. Und in der Euphorie über die Rachitisbehandlung, über die Wirkungen des Vitamin Ds, gab es unvorsichtige Experimente von Forschern, wo es dann tatsächlich auch zu Vergiftungserscheinungen durch Vitamin D kam. Allerdings muss man sagen, wenn ich Ihnen hier ein Salzfass, wie Sie es heute Morgen auf dem Frühstückstisch stehen gehabt haben, hinstelle und auffordere, Sie sollen das Salzfass leeren, ist es auch tödlich. Das heißt, bei allem, wovon wir sprechen und was wir zu uns nehmen, muss man immer wieder sich vergewissern und vergegenwärtigen. Die Dosis macht, ob etwas zuträglich ist oder ob es toxische Wirkungen bekommt. Jedenfalls gab es dann natürlich auch entsprechende Interessen, solche Vergiftungsfälle mit Vitamin D in dem Sinne hochzuspielen. Das Vitamin D ist für mehrere Jahrzehnte eigentlich dann wieder mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Und erst in den vergangenen wenigen Jahren sind wir in der Situation, dass die, wenn Sie sich hier umschauen, die verschiedenen Poster ansehen, dass die Bedeutung des Vitamin D jetzt erst wieder erkannt wird. Und um es mal einige Aspekte zu nennen, das, was man schon immer wusste, seit 100 Jahren mehr oder weniger, dass es essentiell für die Knochengesundheit ist, aber auch für die Infektionsprophylaxe. Heute kennt man die Stoffe, die dafür verantwortlich sind, Katelizidine zum Beispiel. Dass Vitamin D, dass Sonnenstrahlung für die Leistungssteigerung zu verwenden ist, das weiß man nicht nur, wenn man an solche Waschkauen und Untertagearbeiter denkt, sondern Trainingslager für Hochleistungssportler, die in großer Höhe gelegen sind, machen sich eben auch diesen Zusammenhang zunutze, dass die Arbeitsleistung unter UV-Einfluss steigt, dass die Sauerstoffverwertung besser läuft, insgesamt der Körper eben organisierter motorische und Reaktionsleistungen erbringen kann. Das Vitamin D spielt mit Sicherheit auch eine Rolle im Zusammenhang mit der sogenannten Chronobiologie, also in den verschiedenen Wirkungen oder Leistungen, die unser Körper in den unterschiedlichen Jahreszeiten zu erbringen hat. Im Winter muss der Körper heizen, im Sommer muss er eher kühlen, das heißt, wir haben einen Einfluss auf den Flüssigkeitshaushalt, wir haben einen Einfluss auf die Thermoregulation. Wir wissen auch, es gibt auch Studien, die zeigen können, dass Vitamin D-Mangel Depressionen befördern kann und vieles, vieles mehr. Also das würde jetzt zu weit führen, die einzelnen Effekte, die man heute schon beschrieben hat für dieses Wunderhormon Vitamin D, um diese alle darzustellen. Jetzt ist allerdings eine ganz große Frage, und zwar, was ist jetzt besser? Ist es besser, Vitamin D einfach als Tablette zu nehmen, oder ist es besser, Vitamin D über den natürlichen Bildungsweg, also durch UV-Strahlung, über die Haut zu synthetisieren? Wenn wir uns mal diese beiden Möglichkeiten anschauen, die Vitamin D-Applikation über Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, ist sonnenlichtunabhängig, sie ist unabhängig von UV-Strahlung, ist ganzjährig verfügbar. Allerdings hat man, ich habe hier geschrieben, eine Pseudokontrolle, denn es gibt sehr viele Faktoren, zum Beispiel wie jeder Einzelne von uns das Vitamin D verstoffwechselt und in seinem Gewebe einlagert, sodass es hier einen ziemlichen Unsicherheitsfaktor gibt. Wenn jeder von uns 20.000 Einheiten Vitamin D jetzt schluckt, dann haben wir in einer Woche gemessen alle unterschiedliche Veränderungen in unserem Blutspiegel.
Deswegen sind Bluttests erforderlich. Man kann für die Nahrungsergänzungsmittel keine pauschalen Aussagen treffen. Die Vitamin D-Mengen, die wir über Nahrungsmittel aufnehmen, werden anders transportiert über Fetttransporter als das Vitamin D, was in der Haut gebildet wird. Und daraus resultiert auch eine kürzere Halbwertszeit. Demgegenüber steht die sonnenlichtabhängige Hautsynthese von Vitamin D. Hier muss UVB-Strahlung vorhanden sein, die in unseren Breitengraden nur zwischen April und September in ausreichender Menge und auch nur in den Mittagsstunden im Sonnenlicht erhältlich ist. Also nur im Sommer verfügbar und auch nur bei Sonnenhöchststand. Allerdings haben wir hier eine bessere Dosiskontrolle, weil wir eben die natürlichen Mechanismen des Körpers verwenden. Es sind daher keine Bluttests erforderlich. Und über die Verteilung mit dem spezifischen Transportprotein und die längere Verweildauer werde ich jetzt noch ein paar Details zeigen. Wir sind in der Zwischenzeit, wie Sie vielleicht merken, im Heute angekommen. Und das sind alles natürlich Erkenntnisse, die vor 100 Jahren und auch vor 50 Jahren so noch nicht vorhanden waren. Die Mitspieler in diesem ganzen Prozess sind also auf der einen Seite das Cholesterol, das 7-Dehydrocholesterol als die Vorstufe in der Haut und das daraus entstandene Calciol. Dann haben wir auf der linken Seite unten ein Lipoprotein, das ist ein Standard-Fetttransporter. Wir haben die Haut in der Mitte als, sagen wir mal, den wichtigsten Mitspieler in diesen ganzen Prozessen. Und wir haben hier das D-Binding Protein, das Vitamin D-Bindungsprotein. Und das, was man jetzt in einem Physiologielehrbuch sehen kann, Sonne trifft auf die Haut, dort wird aus dem Prävitamin D das Calciol in der Leber in Zusammenarbeit mit der Niere, wird dann also in der Leber das Calcidiol gebildet, die Niere wiederum bildet das aktive Hormon Calcitriol, kann aber auch bei zu hoher Konzentration unwirksame Verbindungen herstellen. Cholesterol ist für die ganzen Steroidhormone, also nicht nur das Vitamin D, sondern auch die Sexualhormone, Stresshormone, der gemeinsame Grundstoff und ist zum Beispiel ein wichtiger Baustein für Zellmembranen, also auch wieder nicht nur ein böses Molekül, im Gegenteil, ein ganz wichtiges Molekül, ohne das unser Leben gar nicht möglich wäre. Das 7-Dehydrocholesterol, das ist dann letztendlich der Ausgangsstoff für die Vitamin-D-Bildung und das ist ein Molekül, das funktioniert im Prinzip wie eine Mausefalle für UVB-Strahlen. Das ist quasi vorgespannt und wenn jetzt dann, ich zeige es aber gleich, noch der nächste Mitspieler, das D-Binding-Protein, dieses schön bunte Molekül, ist ein spezielles Bindungsprotein für Vitamin-D und das wirkt wie ein Magnet. So, wir haben in der Epidermis, und zwar oberhalb der durchbluteten Zone der Papillen, diese Mausefallen. Hier in der Stachelzellschicht ist die höchste Konzentration von 7-Dehydrocholesterol. Und direkt darunter in der Blutbahn, da strömen diese Magnete, die auf die umgebildeten Vitamin-D-Moleküle warten. Und diese gebildeten Vitamin-D-Moleküle nach der UV-Strahlung förmlich wie Staubsauger oder wie Magnete in die Blutbahn hineinsaugen. So ist die Verteilung und vor allem die Aufnahme, wenn das Ganze über die Haut abläuft unter Zuhilfenahme von UV-Strahlung. Bei oraler Aufnahme wird das Vitamin-D an solche kugeligen Transportproteine, Lipoproteine gebunden und die sind nicht spezifisch, die transportieren alle Arten von fettliebenden oder lipophilen Molekülen. Sie binden das Vitamin D nicht spezifisch und können es daher auch nicht so gut an die Zielorte transportieren wie das spezifische Bindungsprotein. Ich drücke das deswegen in der nächsten Folie so aus. Hier bei dem Lipoproteintransport handelt es sich um eine Art Postwurfsendung
Und das Vitamin D, was an das Bindungsprotein gekoppelt ist, das funktioniert eher wie ein Einschreiben. Das heißt, der Körper geht ganz anders damit um. Es ist eine sichere Auslieferung in Anführungsstrichen. Deswegen ist auch die Verweildauer unterschiedlich, je nachdem, wie das Ganze gebunden ist. Um es zusammenzufassen, der Effekt ist eben nicht derselbe, ob ich Vitamin D schlucke oder über die Haut auf dem natürlichen Weg gebildet habe. So, also ist eigentlich die beste Prophylaxe der, und jetzt ein schönes Fremdwort, zivilisatorischen Anheliose, also der zivilisationsbedingte Sonnenmangel, der wird in der Medizin zivilisatorische Anheliose genannt. Und die optimale Prävention dieser Anheliose findet so statt. Aber wer hat heute noch Zeit, sich in der Art und Weise zu besonnen? Denn es geht nur zwischen April und September und die Mittagsstunden bei Sonnenhöchststand sind optimal. Wenn Sie nach der Arbeit in die Sonne gehen, ist hauptsächlich UVA-Strahlung in dem Sonnenlicht enthalten und die baut sogar Vitamin D tendenziell wieder ab. Also müssen wir uns entweder überlegen, wie wir die ganzen Arbeitnehmer zur optimalen Zeit eine Stunde freisetzen, oder wir müssen uns überlegen, gibt es nicht auch Möglichkeiten über künstliche Besonnung? Und über medizinische UV-Kabinen ist es durchaus möglich und beschrieben, aber jetzt der Schock, die UV-Schutzverordnung, die die Ausgangsleistung für die Solarien, die praktisch den weitesten Verbreitungsgrad gefunden haben, nämlich die kosmetischen Solarien, die in jedem größeren Dorf, in jeder Stadt vielfach stehen, die dürfen jetzt nicht mehr so stark sein wie früher. Ist es denn wirklich ein Schock? Hat es Konsequenzen negativer Art für die Bräune? Hat es negative Effekte, was die Vitamin-D-Bildung anbelangt? Das ist jetzt zum Beispiel, das sind die Fragen, die wir uns gestellt haben. Ich habe letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, mit 80 Probanden, 3 Gerätegruppen und einer Kontrollgruppe in der Zeit, in der es eben keine Sonnenstrahlung gab, die Vitamin D aktiv war, zu prüfen, was passiert. Und hier die beiden Kurven zeigen es, also wenn man die 3 Gerätegruppen zusammenfasst und die eine Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe ist die rote Kurve. Man sieht hier, dass die Vitamin-D-Konzentration im Blut über die 8 Wochen abgenommen hat, zwischen Januar und März. Und in der gleichen Zeit ist die Konzentration im Blut der Probanden, die die Geräte benutzt haben, angestiegen. Hier sieht man es nochmal in einer prozentualen Darstellung. Und was noch ganz interessant ist, wir haben bei der Untersuchung gefragt, wer benutzt denn sowieso Solarien und wer benutzt manchmal, selten oder niemals ein Bräunungssolarium. Und man kann hier deutlich sehen, dass die Nutzung, die regelmäßige, vernünftige Nutzung eines 03, also eines modernen, limitierten Solariums auf jeden Fall geeignet ist, um schwere Vitamin-D-Mangelzustände zu vermeiden. Und zwar über den Hautweg, über den natürlichen Weg. Jetzt ist es allerdings so, die Sonne, wenn wir uns das Sonnenspektrum nochmal genauer anschauen, bietet natürlich mehr als nur das UV. Wir haben sichtbare Strahlung, die wir jetzt immer dann, wenn UV-Strahlung mit vorkommt, natürlich über die Augen wenig verwenden können, denn hier sind Schutzbrillen vorgeschrieben. Aber gerade die langwellige Strahlung, kurzwelliges Infrarot, dabei handelt es sich um einen ganz wichtigen Strahlungsanteil, der im Sonnenlicht über 40% ausmacht. Und den kann man eben auch sehr effektiv nutzen, vor allen Dingen mit einer ganz anderen Eindringtiefe. Wir erreichen hier also tiefe Hautschichten und können durch die langwelligen Anteile, wie wir sie jetzt beispielsweise bei Hybridgeräten, die UV-Strahlung und sogenanntes Kollagenlicht kombinieren, finden. Wir haben dadurch synergetische Effekte,
Hier ist nochmal übrigens eine Darstellung in einem Spektrometer. Wenn ich auf den Messkopf des Spektrometers meine Fingerkuppe drauflege, dann ist das das Licht, was durchkommt. Also im Prinzip nochmal eine andere Darstellung als auf dem Bild zuvor. Wenn wir also Licht verwenden wollen, und das würde ich auch als künstliche Besonnung bezeichnen, die künstliche Besonnung ist nicht definitorisch nur auf den UV-Anteil reduziert, sondern es geht im Prinzip um das ganze Spektrum, was in der natürlichen Sonnenstrahlung auch vorhanden ist. Und wir sind eben im Moment dabei, diese anderen Spektren auch der Anwendung zugänglich zu machen. Je mehr wir über die Funktionen der Haut, der Zellen, der einzelnen Zellen, die jetzt zum Beispiel für die Bräunung verantwortlich sind, da wäre es ein Melanozyt, den wir hier sehen. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass Melanozyten mit den anderen Zellen in Kommunikation stehen, dass Melanozyten sogar Photorezeptoren haben, ähnlich wie sie in unserem Auge sind, dass Melanozyten eine innere Uhr aufweisen. Und je besser wir die Eigenschaften dieser Zellen kennenlernen, umso besser wird es auch möglich sein, künstliche Besonnung maßgeschneidert für die Bedürfnisse und die Reaktion der Zellen erzeugen zu können und durchführen zu können. Dieser Synergismus, es gibt noch verschiedene Aspekte, zum Beispiel Stickstoffmonoxid. Wenn man nur über das UVB nachdenkt, weil es eben Vitamin D bildet in der Haut, dann ist es auch wieder nur ein Teil der gesamten Story, denn der UVA-Anteil, der ist für die Sofortbräunung verantwortlich und verbessert die Mikrozirkulation im Gewebe. Das heißt, die Mischung, die richtige Mischung aus UVA, UVB, aber auch den langwelligen Anteilen, die ist wichtig, um eine optimale Wirkung bei möglichst niedriger Gesamtdosis erreichen zu können. Hier sind wir so ein paar Aktionsspektren zusammengefasst, verschiedene Moleküle, die wir mit dem Licht ansprechen. Da geht es nicht nur um Wärmestrahlung, da geht es nicht nur um Pigmentstrahlung oder Vitamin D-Bildung, sondern das ist jetzt einfach mal, um deutlich zu machen, dass wir, je mehr wir über die Strahlungseffekte lernen, auch umso bessere Geräte dann bauen können. Jetzt kommt noch ein vorletztes Bild. Das ist das Sonnenspektrum durch ein modernes Klimagebäudefenster aufgenommen. Man kann aus dem besten Sonnenlicht, wenn es durch ein modernes Fenster strahlt, schlechtes Kunstlicht machen. Das heißt, selbst in einem Gebäude mit ausreichender Fensterausstattung sitzen wir teilweise in biologischer Dunkelheit. Das heißt, der Lichtmangel für Menschen in modernen Zivilisationen, der ist quasi vorprogrammiert, weil wir einfach zu wenig uns draußen aufhalten und über 90% der Zeit in Innenräumen sind. Und selbst wenn die fürs Auge scheinbar schön beleuchtet sind, tatsächlich, wenn man es nachmisst, wie gesagt, der Lichtmangel ist vorprogrammiert und daher sehe ich, und jetzt komme ich im Prinzip, das, was am größten geschrieben war auf der Folie, die Zukunft der künstlichen Besonnung, damit werde ich jetzt aufhören mit dieser Darstellung. Wir haben hier mal zusammengefasst die verschiedenen Prozesse, die wir immer besser kennenlernen und das Bestreben muss einfach sein, dass wir aus der Kenntnis, aus dem Wissen um diese Vorgänge immer bessere Geräte auch bauen, denn die Sonne ist nicht jedem gleichermaßen zugänglich. Wir müssen allerdings zur Erhaltung der Gesundheit unserem Körper genügend Licht, genügend richtiges Licht genehmigen, damit wir ihn optimal leistungsfähig und gesund halten. Ja, jetzt bin ich mit meiner Präsentation schon am Ende angekommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wenn vielleicht noch ein, zwei Fragen sind, bin ich gern bereit, die zu beantworten.